alle hier an diesem Mittwochabend zusammenzusehen. Ich sehe wieder sehr viele bekannte Gesichter. Hannah, ich schätze mal, ich schieße einfach los. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Super, ich fange an. Herzlich willkommen. Danke dir. Ich erinnere alle daran, dass dieser Shiur von Lil So, ich glaube, jetzt kann man mich wieder hören. Okay, nachdem es letzte Woche darum ging, wie ich ein höheres Level an Selbstkenntnis erlange, wie ich besser verstehen kann, wer ich bin, würde ich gerne heute mit Ihnen besprechen, welche Regeln der Tora haben, die die Streit angehen, wie man sich am besten streitet und wie man dieses Thema überhaupt grundsätzlich angeht. Okay, also im ersten Schritt ist es wichtig zu verstehen, dass sobald ich ein höheres Level an Selbstkenntnis habe, und ich habe sehr, sehr schönes Feedback von einigen Teilnehmerinnen bekommen bezüglich der eigenen Eigenschaften und der 5 besonderen Eigenschaften, die man für sich selbst auswählt und jeden Morgen sich wiederholt. Jemand hat mir ein sehr, sehr schönes Foto geschickt, wo sie aufgeschrieben hat, 5 Eigenschaften von sich. 5 von ihrem Mann, das hat sie irgendwo im Bettzimmer aufgehängt, damit man das jeden Morgen sieht. Andere Frauen haben andere Möglichkeiten genannt, wie sie immer sich selbst und auch den Partner an eigene und seine Eigenschaften erinnern. Das sind alles sehr, sehr wertvolle und sehr funktionierende Instrumente. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Tatsache, dass jemand anders mir etwas über mich sagt, und das ist einer der wichtigsten Gedanken des letzten Shiurs, ist, das heißt gar nichts über die Wahrhaftigkeit von dieser Aussage. Okay? Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, das kann sogar manchmal eine Person sein, die mir sehr, sehr nahe steht. Und diese Person sagt mir etwas über mich selbst, das heißt nicht notwendigerweise, dass diese Information stimmt. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig für mich zu verstehen und zu lernen, mich von Meinung anderer Menschen zu distanzieren. Das heißt, genauso wie ich zum Beispiel sehe, dass jemand eine schöne Brille anhat. Okay, Natalia hat eine schöne Brille. Okay, ich werde nicht gleich sagen, okay, ich möchte diese, das ist meine Brille. Nein, das ist ihre Brille. Ich werde mir überlegen, vielleicht kaufe ich mir auch so eine Brille. Okay, aber ich werde nicht gleichzeitig ihre Brille annehmen. Okay, und genauso ist es mit Meinung anderer Person. Es ist eine Meinung, die sie hat. Okay, und diese Meinung ist aber nicht notwendigerweise sofort meine Meinung. Ich kann sie mir angucken, ich kann sie mir anhören. Okay, aber ich kann total damit leben, dass ihre Brille total anders ist als meine Brille. Okay, und tatsächlich, das ist sehr viel davon, wie wir Menschen um uns aufnehmen, hat mit unserer eigenen Brille zu tun. Sehr viele der Fehler, die uns selbst in uns stören, werden uns in Personen um uns herum stören. Aber es ist wichtig, in sich eine gewisse Distanz zu entwickeln und zu sagen, okay, du findest du das zum Beispiel so, ich respektiere deine Meinung, okay? Und es ist nicht gleichzeitig, dass ich mich bedroht fühle oder dass diese Meinung gleichzeitig wahr oder unwahr ist. Okay? Gleichzeitig möchte ich einen weiteren Schritt gehen. Und bevor wir in die eigentlichen Regeln der Streitigkeiten reingehen, ich möchte gerne ganz kurz erwähnen, das ist ein Thema eigentlich für sich, aber zu verstehen, dass sogar meine Gedanken sind etwas, was ich auch mit einer gewissen Distanz ansehen sollte. Was heißt das? Das heißt, dass nur die Tatsache, dass ich jetzt etwas Bestimmtes gedacht habe, okay, über mich selbst oder über meinen Mann oder über irgendwas auf der Welt, das heißt gar nichts über die Wahrhaftigkeit von dieser Aussage. Okay? Das heißt, wir alle haben eine sehr, sehr starke innere Stimme, die uns die ganze Zeit redet und die ganze Zeit bewertet, wie wir etwas Bestimmtes gemacht haben. Okay? Und es ist wichtig zu verstehen, dass diese innere Stimme nicht notwendigerweise recht hat. Okay? Das heißt, wenn diese innere Stimme mich zum Beispiel mich selbst beurteilt, sagt, ja, aber du warst so faul, aber wieder hast du das falsch gemacht und so weiter. Ich muss verstehen und so ein bisschen schizophren ist es, aber das macht nichts. Mir überlegen, okay, das ist einfach nur ein Gedanke in meinem Kopf. Okay? Dass es mein Kopf denkt, dass das jetzt schon wieder mache ich etwas falsch. Heißt das, dass ich schon wieder etwas falsch mache? Nicht unbedingt. Das ist einfach nur ein Gedanke von mir. Okay? Und das ist teilweise natürlich sehr viel schwerer, sich von seinen eigenen Gedanken zu distanzieren. Oft, wenn wir in eine Phase reinkommen, wo wir selbst sehr viel zu beschuldigen werden, wir merken, wie wir diesen Stil auch in unserer Kommunikation gegenüber anderen Menschen annehmen. Okay? Deswegen ein bisschen sich die eigenen Gedanken zu relativieren und zu sagen, okay, das stimmt, dieser Gedanke ist jetzt in meinem Kopf durchgeschossen, aber das heißt nicht, dass das wahr ist. Genauso wie
Ich mag sehr dieses Beispiel. Ich bin sehr, sehr visuell. Ich glaube, wir haben dieses Beispiel in einem anderen Kontext schon mal genannt. Aber wenn ich am Flughafen bin und die Koffer haben, okay, und dann sehe ich einen Koffer, der aussieht wie meiner. Ich hole ihn mir ran. Aber dann merke ich, oh, das stimmt, das ist gar nicht mein Koffer. Das ist von jemand anderem. Ich merke das, keine Ahnung, an einem Label oder so. Was mache ich mit diesem Koffer? Ich stelle ihn zurück und er fährt weiter. Und genau ist es mit Gedanken, die besonders negativ sind. Nicht alles, was negativ durch meinen Kopf durchschießt, ist unmittelbar sofort wahr. Ich muss mich von diesem Gedanken distanzieren und erstmal überlegen. Genauso wie mit Aussagen anderer Personen. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Und sehr, sehr oft, besonders wenn es negativ ist, wird es nicht wahr sein. Okay, es kann sein, dass ich einfach übermüdet bin, dass ich hungrig bin, dass ich keine Ahnung was bin. Okay, es ist einfach nur ein Gedanke von mir und ich habe die Fähigkeit, meine Gedanken, meine innere Welt zu kontrollieren. Ich kann diesen Gedanken zurückstellen und er fährt weiter. Ich kann mich sehr gut auf etwas anderes ablenken. Nicht alles, was sogar in meinem eigenen Kopf über mich selbst vorgeht, ist notwendigerweise wahr. So, das ist alles einfach Introduction zu dem, was unser Thema ist. Also, unser Thema ist Streit und wie man eigentlich effektiv streitet und ob man überhaupt effektiv streiten kann. Ich würde gerne mit dem Folgenden anfangen. Ich war auf einer Konferenz für europäische Rabbinen. Es war ein sehr bekannter jüdischer Psychiater aus Amerika, der Dr. Perkowitz. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt, ein sehr, sehr ausgezeichneter Sprecher. Und er hat etwas gesagt, schon, das ist schon Jahre her, was mein Familienleben unter anderem sehr, sehr verändert hat. Er hat gesagt, und er hat das auch mit Forschung belegt, er hat gesagt, dass für eine gesunde Ehe, okay, für eine gesunde Beziehung, ist es absolut normal und teilweise notwendig, ungefähr, und wiederum, das ist nur eine ungefähre einfach Zahl, um sich zu orientieren, aber sich ungefähr 2-mal im Monat zu streiten. Okay, jetzt muss man das nicht so genau nehmen, dass man sagt, okay, am 3. und am 17. streiten wir uns. Okay, aber das ist normal für die menschlichen Beziehungen. Und das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Die Tatsache, dass Menschen oder dass ich mich mit meinem Mann streite, heißt nicht, dass etwas falsch ist. Okay? Es kann sein, dass wie man das macht, ist falsch. Aber die Tatsache, dass man Missverständnisse aussprechen muss, das ist etwas total Normales. Okay? Und ich kann mich erinnern, ich habe damals gefragt, aber was ist mit Paaren, die gar nicht streiten? Okay? Es gibt Paare, ich kenne Paare, die nicht nur sagen, aber tatsächlich wirklich nicht streiten. Er hat gesagt, dass es ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist. Okay? Meistens streiten Leute nicht, wenn alles schon egal ist. Okay, wenn man sagt, okay, weißt du was, es lohnt sich gar nicht, irgendwas schon anzusprechen, es ist einfach schon alles, ich weiß schon, wie sie antworten wird, sie weiß schon, wie er antworten wird, es ist eine gewisse Gleichgültigkeit da. Okay, deswegen mit dieser Arbeitshypothese würde ich gerne anfangen, dass es eigentlich normal ist, 2-mal im Monat, nennen wir es einfach jetzt auf dieser Stufe, Streit zu haben, okay, Situationen zu haben, wo man sich auseinandersetzt, Situationen zu haben, wo man nicht derselben Meinung ist und wo man das mit Kommunikation dann löst. So, jetzt. Wir haben in der Tora ein sehr, sehr bemerkenswertes Prinzip. Dieses Prinzip, finde ich, also wurde später in der Psychologie sehr, sehr viel angewandt. Aber das ist eine Sache, die, wenn man lernt, dieses Prinzip richtig anzuwenden, jetzt nicht nur in Streitigkeiten, sondern grundsätzlich, es ist wirklich ein Life-Changer. Und das ist folgendermaßen. Es steht in dem Pasuk. Und das hat, ich glaube, Frank Sinatra in einem Lied gesungen, Let my people go. Ja, Pesach, der Mäusche kommt zu Pharao und sagt, Let my people go. Es wurde zu einem weltberühmten Lied. Und interessant ist, dass wenn man diesen Pasuk weiterliest, was eigentlich dort drin steht, was steht in diesem Vers von der Tora? Es steht dort, lass mein Volk ausziehen, damit es mir dienen kann. Das ist eine sehr, sehr wirklich wichtige Fortsetzung. Okay? Das heißt, es ist immer wichtig zu wissen, wenn man sich von etwas befreit, okay, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, wofür man sich eigentlich befreit. Okay? Das heißt, manchmal sagen wir im Leben, ich möchte das und das nicht. Zum Beispiel, ich würde sagen, ich möchte jetzt kein Wasser trinken. Okay? Was wissen Sie jetzt? Wissen Sie, was ich möchte? Nein. Sie wissen nur, dass ich kein Wasser trinken möchte. Es kann sein, dass ich Kaffee trinken möchte oder Wein oder dass ich gar nicht trinken möchte, sondern etwas essen möchte oder dass ich jetzt gar nichts möchte. Okay? Das heißt, eine Freiheit von etwas, ich möchte das nicht, bedeutet noch nicht, was ich möchte. Und sehr, sehr oft, wenn wir uns Sachen in unserem Leben wünschen, sehr oft ist es, ich möchte das nicht. Okay? Und sehr oft passiert das auch in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen, dass Frauen
Mühe haben, sich selbst zu verstehen und selbst zu sagen, ich möchte das nicht, ja, aber was möchtest du? Ja, aber ich habe selbst keine Ahnung, was ich möchte. Wie soll er dann mich verstehen, wenn ich mich selbst nicht verstehe? Okay? Deswegen, was sehr, sehr wichtig ist, was wir aus diesem Vers lernen, ist, dass wir im Leben immer sehr zielorientiert denken. Okay? Wir ziehen aus Ägypten aus, wozu? Um Gott zu dienen, um Hashem zu dienen. Okay? Wir machen etwas, wozu? Was ist mein eigentliches Ziel von meinem Handeln? Okay? Das heißt, die Fähigkeit, ein Mensch zu sein, ist genau diese Fähigkeit. Die Fähigkeit, sich auf dem Ziel zu orientieren, auf dem Ziel zu fokussieren und in der Lage zu sein, die zwischenzeitlichen unangenehmen Schritte einfach auszublenden. Okay? Das heißt zum Beispiel, wenn ein Mensch, keine Ahnung, beim Zahnarzt ist, okay? Oder bei irgendeinem Arzt. Es tut weh, es ist unangenehm. Aber ich weiß, ich muss diesen Schmerz aushalten. Warum? Weil ich sehe mein Ziel vor mir. Ich sehe, ein Baby kommt jetzt. Ich sehe, mein Zahn wird gesund. Irgendwann kommt am Ende ein Ziel, was diesen Schmerz rechtfertigt. Jetzt. Was hat dieses Prinzip eigentlich mit Streitigkeiten zu tun, außer dass es eigentlich mit allem was zu tun hat? Es ist extrem wichtig, ein bisschen deutsch zu sein, in dem, wie man streitet. Okay? Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und sozusagen organisiert zu streiten. Was meine ich? Auf dem ersten Schritt meine ich, dass bevor man überhaupt die Konversation mit, und wir reden jetzt zwischen Mann und Frau, mit dem Mann anfängt, es ist absolut wichtig für sich selbst zu verstehen, was ist für mich das Ziel von diesem Gespräch? Okay? Was möchte ich eigentlich? Okay, ich möchte, dass er etwas versteht danach. Ich möchte, dass sich bestimmte Situationen ändern. Ich möchte was? Ich möchte vielleicht einfach nur meine Gefühle teilen. Okay? Es ist absolut wichtig für mich zu verstehen. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, was 10, 15 Minuten miteinander geredet haben, und man sollte nicht sehr viel länger als das reden, weil dann wäre das schon sehr, sehr unproduktiv meistens. Okay? Was hat sich in diesen 10 bis 15 Minuten wirklich tatsächlich verändert? Okay? Was ist meine persönliche Zielsetzung? Okay? Das heißt, im Schritt Nummer 1, ich möchte gerne, dass wenn ich gemerkt habe, mich stört etwas, okay? Objektiv ist etwas ist da, was ich gerne verändern möchte, okay? Zuerst, ich muss mich zurückbesinnen und überlegen, worüber möchte ich reden? Was ist ein Plan A? Das heißt, was ist der beste Outcome, das beste Ergebnis von diesem Gespräch, okay? Jetzt, was ist Plan B? Was ist das Mindeste, womit ich zufrieden bin? Genau wie bei jeder Verhandlung, wenn ich von meiner Arbeit aus in eine Verhandlung, ich möchte eigentlich gerne das erreichen, aber eigentlich bin ich auch damit schon zufrieden, okay? Damit nicht mehr, aber hier ist es gut genug, okay? Und genauso, ich gehe mit meinem Mann genauso, es ist genauso eine Verhandlung, okay? Ich muss meine Position klar machen, okay? Und ich muss probieren zu verstehen, was seine Position ist. Und dann treffen wir uns und wir müssen uns so treffen, dass es eigentlich beiden passt. Aber dafür muss in meinem Kopf eine maximale Klarheit darüber herrschen, was eigentlich jetzt passieren sollte, okay? Also Nummer 1, zielorientiert. Ich muss mir selbst erst formulieren können, was das Problem ist, okay? Und was ich eigentlich geändert haben möchte. Nummer 2 ist, wenn ich dieses Ziel mir vor Augen halte, es ist extrem wichtig für mich zu verstehen, dass meistens in jeder Verhandlung, es gibt 2 Aspekte, die absolut ausschlaggebend sind. Einmal ist es meine Beziehung mit der Person, mit der ich verhandle. Und zweite ist die eigentliche Sache, über die ich verhandle. Und es ist wichtig zu verstehen, dass manchmal es kann sein, dass ich die Sache, über die ich verhandle, jetzt durchpushen werde. Zum Beispiel, ich kann gut verhandeln, was tatsächlich wahr ist, okay? Und ich habe die Fähigkeit, eine Person weiter zu pushen als vielleicht die meisten Leute, okay? Aber ich muss mir total im Bewussten werden, dass der Preis, den ich dafür zahle, dass ich eine Person zu etwas bringe, was die Person vielleicht nicht unbedingt geben möchte, okay? Der Preis dafür ist die Beziehung, okay? Sehr oft, wenn ich jemanden in etwas reinzwingen werde, okay? Sehr oft werde ich dadurch mit der Beziehung zahlen müssen. Okay, ich bringe ein Beispiel. Zum Beispiel, ich bin in einem deutschen Amt. Okay, und die Beamtin, es ist ein so ein Zwischenfall, es könnte so sein oder so sein. Oder nehmen wir mal an, sie hat falsch entschieden.
Okay, ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte gerne den Abteilungsleiter, weil das, was Sie jetzt machen, das ist eigentlich nicht richtig und ich würde gerne mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Okay, und tatsächlich in den meisten Fällen werde ich das auch tun, weil mir ist meine Beziehung zu dieser Beamtin eigentlich komplett unwichtig. Ich werde sie nie im Leben wahrscheinlich sehen. Es ist mir total egal. Mir ist es wichtig, meinen, keine Ahnung, Reisepass rechtzeitig zu bekommen, meine Dokumente richtig, dass sie bearbeitet werden. Okay, für mich ist die Sache, das absolute Ziel dieser Verhandlung, diese Frau, ich möchte sie natürlich respektvoll behandeln und nett zu ihr sein. Aber wenn sie mich nie wieder sehen möchte, ich kann damit leben. Okay? In einer fast genauso so einer Situation mit meinem Ehemann, ich muss verstehen, dass eigentlich es überhaupt oder fast überhaupt kein Thema gibt, was es wert wäre, okay, es ist jetzt sehr, sehr wichtig, mit meiner Beziehung zu bezahlen. Okay? Das heißt, ich muss mir überlegen, das Thema, was ich jetzt durchpushen möchte, okay, und was ich vielleicht auch durchpushen kann, okay, ist es wirklich es wert, dass ich dafür mit meiner Beziehung zu dieser Person bezahle, mit meiner Beziehung zu der wichtigsten Person meines Lebens? Okay? Deswegen muss man das immer so ein bisschen relativ sehen. Bin ich bereit, dort nachzugehen? Und jetzt, ich würde gerne eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich kann mich erinnern, als wir gerade frisch verheiratet waren, das ist jetzt schon 15, 16 Jahre her, und ich bin mit meinem Mann, nachdem wir auch Israel zurückgekommen sind, wir sind zu IKEA gefahren. IKEA, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, ob Sie schon mal da waren mit Ihrem Ehemann. Ich finde, das ist eine der größten Prüfungen für eine Ehe, mit dem Mann zusammen dort groß einkaufen. Und ich kann mich erinnern, wir sind schon durch alle Abteilungen durch, komplett fertig mit allen Nerven. Okay? Und dann kommen wir fast schon am Ende zu den Lampen. Okay. Jetzt muss man verstehen, dass ich und mein Mann, wir sind sehr, sehr unterschiedlich in einigen Sachen, sehr gleich in anderen, aber sehr unterschiedlich. Ich bin sehr, sehr extrem kreativ. Okay. In meinem Kopf gehen Milliarden von Sachen auf einen. Mein Mann ist ein sehr, sehr analytischer und sehr linearer Denker. Und sein Geschmack ist sehr, sehr gut, aber sehr klar. Also es gibt Schwarz, es gibt Weiß und ein paar Grautöne. Das ist alles sehr, sehr klassisch und sehr, und wir kommen zu den Lampen, nachdem wir schon einige Sachen ausgehandelt haben, und dann sehe ich diese wunderschöne Lampe. Ich kann Ihnen das ungefähr vorstellen, das ist eine durchsichtige Lampe, ungefähr so groß, und innen drin ist ein Kolben drin, wo die eigentliche Lampe drin ist, so dass man, die Lampe leuchtet von innen, das ist eine Hängelampe, und in diesen Eimer kann man aber Sachen reinlegen, so dass praktisch es würde so durchleuchten, das ist wunderschön, und ich sehe diese Lampe, und in meinem Kopf gibt es schon Milliarden von Ideen. Man kann dort passend zu jedem Feiertag Sachen reinlegen, und die Kinder werden begeistert sein, und Blumen und Steine und alles spinnt schon vor sich hin. Und ich frage meinen Mann, ich sage ihm so, wie findest du diese Lampe? Und er guckt mich an und sagt, welche Lampe? Ich sage ihm, naja, diese, also wirklich, ist es eine Lampe? Und ich sage, natürlich ist es eine Lampe, ist doch eindeutig, dass es eine Lampe ist. Er sagt so, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Es würde Staub reinfallen, es ist doch total unpraktisch. Und in diesem Moment, etwas hat in meinem Kopf Klick gemacht. Es gibt so einen Begriff, Mewatte sein. Ich denke mir, weißt du was? Mach etwas Heiliges, okay? Gib nach. Und ich sage ihm, okay, was möchtest du denn? Und er guckt mich schon so an. Und ich sage, okay, geh hin und wähle Lampen, das waren Lampen für unseren Flur, wähle Lampen, die du gerne haben möchtest. Und er guckt mich an und so ein bisschen im Unglauben geht hin und wählt Lampen und sagt so, ich mag diese. Ich so, okay, dann pack sie rein, wir brauchen 6 Stück für unseren Flur, pack die Lampen rein. Und er sagt so, wirklich? Ich sage, ja, pack sie einfach rein. Und er ist aber die ganze Zeit im Unglauben. Er so, weil er erwartet natürlich, was werde ich jetzt fordern? Weil ich kann ja nicht einfach so ihm sagen, nimm einfach das, was du möchtest. Wir sind ja erst 4 Monate lang verheiratet oder so. Und ich sage ihm, okay, fein, gehen wir weiter. Und er so, und was möchtest du jetzt dafür haben, dass ich jetzt die Lampen gewählt habe, die ich haben wollte? Und ich sage, gar nichts möchte ich da werben. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich will so ein Haus, ein Ort ist, an dem du dich wohlfühlst und dass es alles toll ist. Und ich möchte einfach, ich möchte den Verdienst haben dafür, dass ich für meinen Mann etwas nachgegeben habe. Das sind nicht meine idealen Lampen. Ich kann mit ihnen leben. Aber mir ist wichtig, dass du das Gefühl hast, dass du das gewählt hast. Und ich gucke ihn an und er steht immer noch da und wartet, dass eigentlich ich jetzt sage, was ich haben möchte. Und ich sage aber gar nichts. Und dann schaut er mich nach und sagt so, weißt du was, aber dann wählst du die Lampe für das Badezimmer aus. Okay, und das war so ein lustiger Moment einfach, dass wenn beide
bereit sind, oder wenn zumindest einer den Ton dafür setzt, dass ich bereit bin, nachzugeben und dass diese Sache jetzt eigentlich bei weitem nicht so wichtig ist wie die Beziehung zwischen uns, okay? Und dass man versteht, dass das eigentliche Ergebnis ist, das, was wir am ersten Shiva besprochen haben. Das eigentliche Ergebnis meines Lebens sind nicht die Lampen und sind nicht die, keine Ahnung, was die Couches, die wir gewählt haben, und sind auch nicht die, keine Ahnung, die Arten der Erziehung, die wir für unsere Kinder wählen. Das Ergebnis meines Lebens bin ich und wer ich dadurch geworden bin. Und je mehr ich in mir die Fähigkeit entwickle, dass ich bereit bin, die andere Person zu sehen und für die andere Person nachzugehen, desto größere Person werde ich dadurch. Jetzt die persönliche Größe finden kann, für meinen Mann so großzügig zu sein und ihm immer zu sagen, aber jetzt werde ich nachgeben. Aber ab und zu erinnere ich mich an diese IKEA-Geschichte und das macht einen Klick. Okay, das heißt, wir sind jetzt beim Thema, dass es absolut wichtig ist zu verstehen, was ist mein Ziel? Ist mein Ziel die Sache oder ist mein Ziel die Beziehung? In meiner Ehe ist fast immer die Beziehung, aber es gibt trotzdem immer noch Sachen, die für mich sehr, sehr wichtig sind, die ich nicht unbedingt komplett jetzt loslassen kann. So. Dann wähle ich einen guten Zeitpunkt für das, was ich eigentlich sagen möchte. Es ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein Moment, wo mich etwas sehr, sehr emotional beschäftigt. Es ist sehr, sehr gut, in diesem Moment die Klappe zu halten. Okay? Weil sehr, sehr viele Sachen, die da rauskommen werden, sind so nicht gewollt, sind so nicht geplant. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eine Konversation von einem sehr, sehr emotional ruhigen Ton anzufangen. Es ist wichtig, eine passende Zeit zu finden, einen passenden Ort und zu sehen, dass die andere Person bereit ist, zuzuhören. Das heißt, dass wir beide nicht hungrig sind, beide nicht extrem müde sind und einfach in einer Situation sind, wo man miteinander reden kann. Jetzt wird man sagen, ja, aber ich habe so viele Kinder und es ist so viel los und wir sind so, ja, das stimmt. Aber ich habe auch viele Kinder und es ist auch sehr viel los, aber ich muss verstehen, dass diese Konversationen sind eine Priorität, eine sehr, sehr hohe Priorität im Leben zwischen mir und meinem Mann. Und ich werde das so einrichten, dass am Abend, keine Ahnung, was die Kinder loben. Und in dieser Zeit habe ich die Möglichkeit, 10 bis 15 Minuten mit meinem Mann etwas produktiv auszusprechen. So, gehen wir weiter. Weiter ist es absolut wichtig zu verstehen, und das ist so ein bisschen dieses Zielorientiertheit, zu verstehen, dass das Ziel von dieser Konversation ist es, nicht Beschuldigung auszutauschen, es ist nicht die Geschichte von diesem Thema aufzurollen. Es kann sein, dass dort sehr viel Geschichte da ist, das schon jahrelang sich angesammelt hat, dass sie wieder so gegangen und es ist so weit. Wichtig ist es, das Ziel von diesem Gespräch ist es, eine Lösung zu finden, meistens. Okay? Wir möchten, und es ist in unserem Haus, es ist fast ein Sprichwort, wir beschuldigen nicht, wir suchen nach Lösungen. Okay? Es ist vielleicht ganz interessant, wie es dazu gekommen ist, dass es so oder so ist. Okay? Aber ausschlaggebend ist, was machen wir jetzt damit? Wie werden wir das jetzt lösen? Zum Beispiel, keine Ahnung was. Es funktioniert nicht, ausnimmt. Okay, ich nehme diese, okay, und dann immer so, und dann, wo haben wir, es ist alles sehr interessant, aber was machen wir jetzt? Wie organisieren wir das, dass der Müll im Haus rechtzeitig rausgebracht wird? Weil es ist notwendig für das Haus, es muss einfach nur gelöst werden. Das heißt, ich denke immer nicht in den Kategorien davon, ja, aber lass uns probieren zu verstehen, wer im Recht ist. Dieser Begriff für sich ist eigentlich total unnütz, weil es uninteressant ist. Es gibt nicht so was Recht. Ich bin im Recht und du bist im Recht. Jeder hat seine Gründe. Wenn wir die Möglichkeit hätten, den anderen wirklich auszuhören, wir würden verstehen, seine Position hat total Platz und hat total ihre Legitimität. Okay? Es geht nicht darum zu beweisen, ja, ich habe mehr Argumente oder du hast mehr Argumente. Es ist kein Gerichtsverhandlung. Okay? Wichtig ist zu verstehen, ja, du hast Recht, ja, ich habe auch Recht, aber wir müssen diese Situation einfach lösen. Es muss für uns beide funktionieren. So, gehen wir weiter. Weiter ist es so, dass man für jeden Streit, okay, nur ein Thema anspricht. Okay, extrem, extrem wichtig. Ich habe für einige Zeit mit meinem Mann das gemacht. Jetzt mit Lockdown ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es gibt so ein System, dass man mit dem eigenen Ehemann, mit der eigenen Ehefrau jeden Tag 10 Minuten redet.
Okay, jeden Tag, man weiß, jeden Abend, wir werden uns hinsetzen und wir werden uns aussprechen. Etwas, was gut ist, etwas, was schön gelaufen ist, etwas, was mich zum Beispiel mehr nicht so gute Gefühle gemacht hat. Okay, einfach nur miteinander auszusprechen, weil sehr oft redet man miteinander lange nicht. Okay, dann kommt es zu einem Streit. Okay, und man fängt mit einem Thema an und es ist einfach eine Kunst, was dann passiert. Dann kommt man zum nächsten Thema und dann zum nächsten, dann ist man schon dort, aber weißt du, aber du auch, aber da, 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 da. Und dann steht man dort und man weiß gar nicht mehr, wo man angefangen hat und was das Ganze überhaupt soll. Deswegen, es kann sein, ich habe das zum Beispiel mit Kindern genauso, wenn wir anfangen, irgendwelche Streitigkeiten auszubaden, zu verstehen, wer was wem gesagt, gemacht hat. Okay, und dann fängt, ja, aber du hast damals und gestern und da, da, da. Es ist alles super interessante Themen, die werden wir alle ansprechen, aber nicht jetzt. Jetzt bleiben wir bei diesem einen Thema, weil wir möchten was? Wir möchten gerne eine Lösung haben. Okay? Wir möchten gerne zu einem produktiven Gespräch kommen. Okay? Weil ein Lackmuspapier, wie man sehen kann, ob ein Gespräch wirklich produktiv verlaufen ist oder nicht, es ist, ob man sich am Ende näher fühlt oder nicht, ob man wirklich eine Lösung zueinander gefunden hat durch dieses Thema oder nicht. Und wenn man sich aber auf viele Themen zerstreut, wird es zu keiner Lösung kommen. Es werden viele Gefühle ausgesprochen werden. Es werden viele Frustrationen geteilt werden, die möglicherweise alle wahr sind. Okay? Aber das ist nicht produktiv. Wir denken immer, was ist das Ziel? Ein Ziel für ein Gespräch. Dann. Wir probieren, und das ist jetzt nicht das Thema, wir können, wenn wir Zeit haben in dieser Reihe, das mehr ausführlich besprechen, aber wir probieren so weit, wie wir können, wenig zu reden, okay, sehr, sehr kurz das zu sagen, was wir zu sagen haben, okay, und der anderen Person sehr, sehr viel Raum zu geben, zu erzählen, das, was sie zu erzählen hat. Ich habe neulich von unserem Rabbiner Rabbi Roberts gehört, einen sehr interessanten Gedanken, den ich so noch nie wirklich gehört habe. Er meint, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen zuhören und zu warten, wann man an der Reihe ist, zu reden. Okay, zuhören und zu warten, wann man an der Reihe ist, zu reden. Weil sehr, sehr oft, während die andere Person redet, besonders wenn es emotional ist und wenn es eine Auseinandersetzung ist, wir überlegen uns, ja, aber ich kann dann das sagen und ich kann dann das überlegen und eigentlich ta, 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 ta. Okay? Und in diesem Moment zu probieren, wirklich den Kopf komplett auszuschalten und komplett auf die andere Person sich zu fokussieren und zu probieren zu verstehen. Manchmal probiere ich wirklich, wenn ich in einem emotionalen Gespräch mit jemandem bin, ich probiere mich wirklich fast in den Körper der anderen Person reinzufühlen. Wie fühlt sich diese Person jetzt? Wie muss es sein, jetzt diese ganzen Gefühle? Wie muss es sein, keine Ahnung, was mit einer Frau zu sein, die zu allem ihre eigene Meinung hat? Das ist ziemlich anstrengend, okay? Wie muss es sein, in dieser Situation zu sein? Wie ist es eigentlich, okay? Das heißt, zuhören, so weit wie es geht, zu probieren, die eigenen Gedanken auszuschalten und der anderen Person wirklich das Gefühl zu geben, ich habe dich gehört, okay? Das heißt, du meinst das und das. Das heißt, du fühlst das und das. Habe ich dich richtig verstanden, dass du das so und so aufnimmst? Okay, das heißt, es ist keine Konfrontation, du gegen ich. Okay, wir sind zusammen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte. Du musst rausfinden, von welchem Rabbiner das war. Ich glaube, das war der Tzadik von Jerusalem. Er zum Ende seines Lebens ist mit seiner Frau zum Arzt gekommen. Das ist eine sehr, sehr berühmte Geschichte. Und seine Frau hatte irgendwas mit ihrem Bein. Und dann hat er gesagt, uns tut ihr Bein weh. Okay, uns tut ihr Bein weh. Warum? Weil wenn man sich so sehr mit der anderen Person zusammenfühlt, es ist nicht dein Schmerz, es ist nicht dein Problem. Okay, das ist irgendwo unser Problem. Okay, und so sehe ich das auch. Ich attackiere dich nicht und ich bin nicht der Anwalt der Gegenpartei, der dich beschuldigen will. Ich möchte einfach nur verstehen. Ich möchte einfach nur eine Lösung finden. Und es ist wichtig für dich zu verstehen, dass meine Beziehung mit dir das absolut Wichtigste ist, was da ist. Okay, und es ist etwas, was absolut nicht in Gefahr ist, wenn wir in dieser Konversation sind. Und natürlich müssen wir nicht besprechen, dass irgendwelche Beschimpfungen, dass irgendwelche harten Worte, dass es alles überhaupt keinen Platz hat in diesen Konversationen. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass die Emotionen ein bisschen hochkochen, okay, es ist wichtig zu sagen, weißt du was, und ich habe das mit meinem Mann damals, als wir unsere Regeln für Streitigkeiten ausgehandelt haben, ich habe das mit ihm wirklich besprochen, ich habe gesagt, weißt du was, lass uns das so abreden, dass wenn es einem von uns zu viel wird, okay, jeder hat das Recht zu sagen, weißt du was, lass uns eine Pause machen. Es ist mir wichtig, dich zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass
ich jetzt, dass es einfach zu viel ist, dass einfach zu viele Gefühle bei mir da sind. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr gerade denken. Lass uns eine Pause einlegen, lass uns vielleicht, keine Ahnung, lass uns 2 Stunden reden. Okay? Und in 2 Stunden hat man sich vielleicht beruhigt und kann man schon ganz, ganz anders die Sachen angehen. Okay? Das heißt, sobald man anfängt, das Gefühl zumindest zu haben, und gewiss, wenn man die Stimme tatsächlich hebt, okay, muss man verstehen, ich habe das Gefühl, warum hebt man die Stimme? Weil man das Gefühl hat, man wird nicht gehört. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht gehört. Oder die andere Person hebt die Stimme. Die andere Person hat das Gefühl, nicht gehört zu werden. Es ist jetzt die Zeit, eine Pause einzulegen. Es ist jetzt die Zeit. Und unser Yetzer, unser Böser, sagt, nein, alles muss jetzt, wenn nicht jetzt. Nein, wir haben eine ganz normale Beziehung. Wir können miteinander kommunizieren. Wir lernen, miteinander zu kommunizieren. Es ist ein Prozess. Okay? Und nichts wird sich in 2 Stunden verändern. Okay? Ich werde immer noch zu diesem Thema zurückkehren können, da, wo wir aufgehört haben. Und wir werden vielleicht noch mit mehr Klarheit im Kopf weitermachen können. Okay? Das heißt, es ist wichtig für mich zu verstehen, zuerst, was ist mein Ziel? Es ist wichtig für mich, die Prioritäten zu setzen, dass die Beziehung in meiner Ehe auf der absolut höchsten Stufe steht. Das heißt, ich darf in dieser Konversation, egal wie wichtig das Thema ist, niemals die Grenzen verschieben. Okay? Es ist wichtig, der anderen Person den Respekt zu geben, dass ich zuhöre, dass mir wirklich deine Position wichtig ist. Wir denken immer in Kategorien von Lösungen und nicht Beschuldigung. Das heißt, historisches Aufrollen ist vielleicht interessant, aber eigentlich nicht so relevant wie die Lösung. Okay? Und es ist wichtig, wirklich mit dem eigenen Ehepartner die Zeit zu nehmen und zu sagen, weißt du was, ich habe mir neulich Gedanken dazu gemacht, wie wir eigentlich streiten. Und ich habe vielleicht ein paar Sachen dazu gehört, gelesen. Ich habe das gerade heute mit meinem Mann gemacht, als ich diesen Schuh nochmal durchgegangen bin. Ich habe gesagt, weißt du was, lass uns vielleicht besprechen, wie streiten wir eigentlich? Und dann haben wir uns daran erinnert, das ist ein sehr, sehr langer Weg, weil wir diese Informationen zusammenbekommen haben. Und das ist wirklich zwischen 2 Personen immer sehr, sehr persönlich. Und es tut sehr, sehr weh, weil das eine sehr nahe Beziehung ist. Und es ist etwas, worüber man lernen muss. Und es ist ein Weg, den man machen wird. Und es ist eigentlich idealerweise, sollte man so streiten, dass wenn man hinterher rauskommt, dass man sich näher fühlt. Man sollte so streiten, dass es etwas ist, was eigentlich auch, wenn ein Fremder das sehen würde, man würde sich nicht beschämen. Okay? Und es ist wichtig, dass in einem Haus, besonders wenn Kinder dabei sind, wenn Eltern streiten, es ist für Kinder sehr, es macht Kindern meistens Angst, wenn Eltern streiten, weil zu einem gewissen Punkt ihre Existenz wird in Frage gestellt. Es kann sein, dass Papa und Mama mögen sich nicht wirklich. Okay? Es ist wichtig, dass Kinder sehen, wie man sich normal streitet, dass es immer noch zivilisiert ist, dass es normal ist für Menschen, unterschiedliche Standpunkte zu haben und zu lernen, diese Standpunkte einander zu sagen. Und es ist wichtig zu sehen, dass auch nach diesen Meinungsverschiedenheiten diese Menschen schaffen, es miteinander zusammenzuleben und schaffen es, sich zu lieben. Es ist kein Gegensatz, es ist normal, dass es Meinungsverschiedenheit gibt. Es ist normal, dass man diese aussprechen kann und aussprechen muss. Okay? Und es ist normal, dass jeder natürlich probiert, seine Grenzen ein bisschen zu öffnen und für die andere Person ein bisschen mehr zu geben. Und sobald man dann sagt, ja, aber warum soll ich immer damit anfangen und er nicht? Wirklich, probieren Sie es aus. Sobald Sie das machen, es ist die natürliche Reaktion einer gesunden Person, dass der Partner dann sagen wird, okay, ich möchte gerne eigentlich auch nachgeben. Es ist ein Thema, das sehr, sehr schmerzhaft ist. Es ist ein Thema, was sehr, sehr kompliziert ist, was sehr viel leichter gesagt ist als gemacht, weil in diesen Situationen brennen einige Sicherungen bei uns meistens durch und es passieren Sachen, die nicht unbedingt immer passieren sollten. Aber es ist wichtig zu verstehen, nach jeder Streitigkeit, und manchmal mache ich das tatsächlich mit meinem Mann, wir besprechen, wie der Streit eigentlich gelaufen ist, okay? Was jetzt besser gelaufen ist, was jetzt schlechter gelaufen ist. Interessant ist vielleicht noch, das ist das Letzte, was ich jetzt sagen werde, ist, dass wenn man sich die Psyche anguckt, ich habe einen sehr, sehr interessanten New Yorker, anderen Psychologen dazu gehört, er hat erzählt, dass Frauen meistens, je länger sie über etwas reden, je länger sie streiten, desto besser fühlen sie sich. Okay? Weil sie im Prozess des Streits sehr oft überhaupt erst verstehen, was sie meinen. Und
für mich ist es absolut 100% wahr. Wenn ich mir davor nicht klar Gedanken gemacht habe, ich fühle mich besser, weil in der Auseinandersetzung mit meinem Mann verstehe ich überhaupt, was ich eigentlich denke. Okay? Für einen Mann ist es meistens sehr viel anders. Er hat seine Vorstellung schon ziemlich klar vorher vorformuliert. Und je länger es geht, desto höher steigt seine Frustration. Okay? Deswegen muss man irgendwo einen Mittelweg finden zwischen dem, dass die Frauen meistens erstens die Nähe auch in den Auseinandersetzungen sehr oft suchen, okay, weil dann fangen die Emotionen, es kann sein, dass die Beziehung sehr, sehr langweilig geworden ist, und wenn wir emotional miteinander reden, passiert überhaupt erst etwas, okay, man muss natürlich positive Berührungspunkte haben, wo man Emotionen austauscht, ohne dass es unangenehm wird, und dann ist es wichtig zu verstehen und zu respektieren, dass wenn mein Mann es gerne kürzer besprechen möchte, vielleicht können wir einen Mittelweg finden und das nicht so sehr in die Länge ziehen, sondern vielleicht irgendwie eine zweite Session dazu haben und das möglicherweise irgendwann später besprechen. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel und sehr lange gesprochen. Gibt es irgendwelche Fragen, irgendwelche Ideen, etwas, was Sie gerne mit allen teilen möchten? Wir waren auch bei IKEA und ich habe mich sofort an diese Geschichte erinnert, die du heute geteilt hast. Oh, ich erinnere mich, da hat Dieter doch damals erzählt, wie die und ich habe mich auch sehr gefreut, wie gelaufen unser Einkauf ist und dass es wirklich wir beide aufeinander Rücksicht genommen haben, abgestimmt war. Aber das war echt so, sofort kam mir die Geschichte in den Kopf. So, was ist mir wichtiger? Okay, gut. Danke, Natalia, das ist sehr, sehr süß. Danke dir. Ich frage. Und zwar. Ja. Ich habe tatsächlich schon lange auch diese Idee, weil die Unterschiede zwischen mir und meinem Mann sind so gravierend. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der gerne viel bespricht. Und er ist das absolute Gegenteil. Das heißt, er redet überhaupt nicht, über gar nichts. Und der Streitpunkt oder Thema, wo ich immer versucht habe, können wir einen Kompromiss vielleicht machen, weil ich brauche die Konversation, ich brauche die Kommunikation. Wenn man Familie und vier Kinder und ganz viele Probleme hat, kommt man nicht damit aus, dass man über gar nichts redet, wochenlang. Aber ich muss gestehen, bis jetzt, und wir sind schon 20 Jahre verheiratet, irgendwie ist es mir nicht gelungen. Es gab leider auch deswegen Streiten, wenn mir irgendwann der Deckel über den Kopf fiel, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss das allein alles durchdenken. Und ich weiß, ich bin emotional, das heißt, ich komme eigentlich zu nichts wirklich Gutem, wenn ich allein das durchgehe. Und irgendwann war das quasi gezwungen, wenn es gar nicht ging, aber ich wusste immer, ich erreiche da nicht irgendwo wirklich einen Kompromiss, welches uns beide zufriedenstellen würde. Und das ist bis jetzt so. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen aufgegeben. Mal passiert spontane Konversation, jetzt in der Corona vielleicht mehr, weil ich habe ihn dazu gekriegt, spazieren zu gehen, so raus aus dem Haus. Okay, das war gut. Das ist der einzige, sage ich mal, Weg. Wir haben da ungefähr eine Stunde. Es ist doch sehr, sehr lange. Ja, aber ich versuche nicht zu übertreiben. Also nicht, dass ich die ganze Stunde jetzt rede, das würde dann nicht gehen. Aber ich sag mal, wenn es Normalität kehrt, was wir hoffen, wird das Problem wirklich zurückkehren, weil dann haben wir nicht die Zeit für Spazierengehen. Mhm. Auch jetzt schon schwierig. Und was soll ich dann machen? Okay, also ich glaube, es ist eine sehr, sehr, erstens vielen Dank, dass Sie es teilen. Das ist eine sehr wichtige Frage und eigentlich eine, also ohne jetzt zu verallgemeinern dabei, eine sehr, sehr typische Frage auch, dass sehr, sehr oft die Frauen ein sehr, sehr höheres Kommunikationsbedürfnis haben, als ihre Männer es gerne hätten. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schwierig, jetzt so allgemeine Ratschläge zu geben, aber aus dem, was mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, ich würde empfehlen, weil ich glaube, gerade in einem Alltag, wo viel los ist und Kinder und das muss gelöst werden, ich glaube, es ist extrem wichtig, einfach zu planen, angenehme Unterhaltung zu haben. Unterhaltung, die jetzt nicht unbedingt mit negativen Emotionen besetzt sind, die nicht unbedingt jetzt auf irgendwelchen Streit, Meinungsverschiedenheiten aus sind, aber einfach Unterhaltung zu haben, die für die andere Person interessant sind und einfach spannend. Es gibt bestimmt Themen, die für ihren Mann spannend sind, die sie jetzt vielleicht nicht so spannend. Zum Beispiel mein Mann ist Sportler, interessiert sich sehr für Triathlon, läuft auch Triathlons und alles. Und Marathons, für mich ist es alles absolut weit weg und ich habe damit gar nichts zu tun. Aber ich lese ab und zu mal Artikel dazu, weil ich gerne mit meinem Mann über etwas reden möchte, was ihn interessiert oder ihn interessieren. Keine Ahnung, als irgendwelche anderen Sachen, die
in der ich überhaupt keine Expertise habe. Aber ich lese mir dann an, das, was in seine Richtung geht. Und ich glaube, dass in vielen Paaren, und wiederum, ich kenne sie nicht und es ist nicht über sie, aber in sehr, sehr vielen Paaren hat man verlernt zu reden einfach. Ja, weil irgendwann hat man gedatet und es war noch alles spannend und es war noch alles toll und dann kam der Alltag und es passieren Sachen und so weiter und man hat es verlernt, einfach angenehme Unterhaltung zu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, langsam damit anzufangen. Eine Stunde ist extrem viel zum Reden, vor allem wenn das wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag passiert. Also ich würde sagen, wenn ich mit meinem Mann jeden Tag einfach in Qualität und Ruhe reden würde, eine Stunde lang, also das wäre schon ein sehr, sehr großer Luxus. Wir schaffen das nicht, so viel miteinander zu reden. Ich muss ehrlich auch sagen, ich habe jetzt von mir aus nicht das Bedürfnis, eine Stunde lang jedes Mal mit meinem Mann zu reden. Aber ich habe schon ein Bedürfnis, vor allem qualitativ hochwertig, mich mit ihm zu unterhalten. Das heißt, über Sachen, die wirklich über das Überleben hinausgehen. Also nicht unbedingt Sachen, die jetzt für den Haushalt oder die Routine notwendig sind. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, wirklich für diese Kommunikation und für diese Momente der Verbundenheit wirklich wirklich dankbar zu sein, dem Partner zu sagen, es hat mir jetzt so gut getan, mit dir zu reden, ich liebe es wirklich, deine Meinung über Sachen zu hören, ich liebe es, mit dir einfach zu tun zu haben, ich liebe es, mit dir deine Welt zu teilen, mit dir wirklich, ich weiß nicht, welche Sprache er verstehen wird und wie er diese Sachen aufnimmt, aber ihm wirklich das Feedback zu geben, dass das, was jetzt passiert ist, das macht mich wirklich glücklich. Und dann wirklich vielleicht am nächsten Tag zu sagen, weißt du was, gestern hast du das und das gesagt, das hat mich wirklich bewegt. Ich habe mir heute den ganzen Morgen darüber Gedanken gemacht. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil dann habe ich noch einen Film geguckt und das war genau, ja, und dann weiter. Einfach das Gefühl zu geben, du bist nicht einfach jetzt, und wiederum ist es nicht über sie, aber du bist jetzt nicht einfach jemand, den ich brauche, um mich auszusprechen, so ein bisschen wie so ein Sportgerät. Okay, ich gehe mir, findest du, und dann ich rede und du musst jetzt einfach nur deine Ohren aufmachen und zuhören, sondern ich bin an dir als, du bist eine Persönlichkeit, ich bin an deiner Meinung interessiert, ich möchte dich hören, ich schätze deine Meinung, ich wiederhole dir deine Meinung, du wirst hören, macht mich wirklich glücklich, weil das ist ein Bedürfnis, was jeder Ehepartner hat, aber insbesondere der Mann. Er möchte unbedingt seine Frau glücklich sehen. Wenn er seine Frau glücklich sieht und vor allem glücklich durch die Beziehung zu ihm, okay, für ihn zu sehen, und wir werden wahrscheinlich, also nicht nächstes Mal, aber das danach, wir werden über die intime Beziehung reden. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun auch. Aber für ihn zu sehen, dass er sie zufriedenstellen kann, okay, dass sie, das, was er ihr gibt, ihr genug ist, okay, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und vor allem, wenn sie merkt, es gibt bei uns auch, es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo ich meine Bedürfnisse über das hinausgehen, was mein Mann braucht oder gerne geben möchte. Und jedes Mal, dass er seine Grenzen öffnet und mir mehr gibt, als er eigentlich gerne hätte, ich verbalisiere das. Ich sage, weißt du, ich habe gemerkt, du hast das und das gemacht. Das hat mich so glücklich gemacht, weil ich habe gesehen, du hast es wirklich für mich getan. Und ich schätze das so sehr, das ist etwas, was unsere Beziehung stärkt. Ich bin dir so dankbar, ich bin einfach glücklich neben dir. Und es ist wichtig, wirklich mit diesen Worten nicht zu scheu zu sein und nicht zu sehr daran zu sparen, weil wir sind sehr großzügig, wenn es um Kritik geht. Wir sollten mindestens halb so großzügig sein, wenn es um gute Sachen geht. Das heißt, jede minimale Entwicklung in die richtige Richtung sollte sehr, sehr groß belohnt werden, weil es ist sehr schwierig. Wir kennen das von uns, uns zu verändern und in die Richtung zu gehen, in die uns nicht natürlich ist. Das ist nicht leicht. Und wir können sagen, ja, aber es ist so leicht, einfach zuzuhören. Nein, es ist nicht so leicht, wenn man nicht von diesem Typ ist. Ja, es ist nicht, zum Beispiel, ich habe sehr, wie sagt man das, sehr niedrige soziale Bedürfnisse. Okay, ich rede im normalen Leben nicht so viel und ich brauche einfach nicht so viel. Es ist nicht leicht für mich. Manchmal am Abend, wenn meine Kinder kommen und zu viereinhalb mit mir reden, ich platze einfach und ich sage, weißt du, ich kann und meine Fähigkeit zuzuhören, meine Fähigkeit, mich zu öffnen, wenn ich schon wirklich, ich habe keine Worte mehr, das war es, der Tag ist schon, geht schon dem Ende zu, ich habe sicherlich keine Möglichkeit mehr zuzuhören, es ist sehr, sehr anstrengend. Deswegen ist es wichtig, wirklich zu wissen, was man teilt, wie man das teilt und dann, ich würde etwas erwähnen, vielleicht, wenn Sie das schon so gesagt haben, es ist sehr, sehr wichtig für jede Frau, einen sehr starken und sehr positiven Frauenkreis zu haben.
Das heißt, es ist extrem wichtig, einen Freundeskreis zu haben, weil nicht jedes Thema werden wir mit unseren Männern teilen können. Es ist einfach so, okay? Und es ist ganz normal, okay? Und es ist absolut wichtig. Ich merke das, ich habe das irgendwann in unserer Gemeinde angefangen oder mit meinen Freunden mehr aktiv angefangen. Aber ich merke, dass wenn ich mich genug mit meinen Freundinnen ausgesprochen habe, ja, und natürlich, es geht nicht um Gottes Willen darum, dass ich meinen Mann bespreche, oder irgendwelche Sachen, die jetzt nicht aus dem Haus genommen werden sollten. Aber allgemein, wenn ich merke, dass ich voll bin, okay, ich habe ganz andere Kommunikationsbedürfnisse mit meinem Mann oder gegenüber meinem Mann. Okay, das heißt, wenn ich gesunde, starke Frauenfreundschaften habe, die mich erfüllen, ich habe gerade morgen einen Termin mit meiner Freundin um 9 Uhr, wo wir uns treffen, weil ich das brauche, weil ich und mein Mann, wir brauchen das, dass beide, er und ich, unsere Freundeskreise haben und wir investieren Zeit darin, dass wir mit Leuten zu tun haben, die uns emotional, intellektuell auf unterschiedlichen Ebenen interessant sind. Und wir merken, dass wir zueinander ganz anders sind, wenn unsere Freundschaften außerhalb der Ehe gut laufen. Und dann ist es wichtig, wie wir in der ersten Stunde gesagt haben, es ist wichtig zu verstehen, dass meine Ehe wird nicht alle meine Bedürfnisse lösen können. Okay, es gibt Sachen, die ich nicht mit meinem Mann teilen werde, weil er wird es niemals verstehen. Manchmal mache ich Witze mit meinem Mann, ich so, weißt du was, wenn du nur verstehen würdest, das und das, wie er sich anfühlt, keine Ahnung, was zu gehen und tolle Maniküre zu bekommen nach dem Lockdown. Und er sitzt da und sagt so, ja, stimmt, ich werde das nie verstehen, weil das wirklich, das ist ein Witz, das ist total unwichtig. Aber es gibt Sachen, die man einfach, ich weiß, ich werde in bestimmten Bedürfnissen, in bestimmten Sachen einfach nie verstanden werden. Und es ist okay. Ich erwarte das nicht. Das ist total in Ordnung. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, gute Freundschaften zu haben, diese Freundschaften wirklich zu pflegen und zu verstehen. Es ist nicht etwas Negatives mit dieser Person, dass ich nicht die Fähigkeit habe, alles zu besprechen. Das kann es nicht sein, dass man gar nicht miteinander spricht. Das geht nicht. Man wird sich schon irgendwie treffen. Aber man wird sich nur dann treffen, wenn die andere Person besonders gehen möchte. Und damit diese Person diesen Schritt gerne geht, muss ich diese Erfahrung zu einer sehr, sehr positiven machen. Okay? Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage so ungefähr beantwortet habe, aber das ist sicherlich... Danke, ich konnte vieles wirklich mitnehmen. Ich denke, ich habe ein paar Inputs bekommen, auf jeden Fall. Okay, das ist schön, danke. Gibt es noch irgendwelche Fragen, Ideen, etwas, was Sie gerne fragen, mit allen teilen möchten? Ja, Ida,